Dieser Talk fängt schon ganz besonders an. Mir eine große Freude, euch Markus Kompa vorstellen muss ich ihn eigentlich nicht, denn als Rechtsanwalt und bloggender Rechtsanwalt vor allem ist er ja dem Publikum sicherlich bekannt. Es gibt noch eine weitere interessante Seite an ihm und ich denke, die zeigt er uns heute. Markus hat gesagt, dass es hier nicht um einen Talk geht, sondern mehr um ein Experiment. Also ich bin mal sehr gespannt. Es geht um Erik-Jan Hannussen, sehr interessante Persönlichkeit. Und Markus hat sich ja eingehend mit Erik-Jan Hannussen beschäftigt, eine Biografie geschrieben und ja, wird ihn uns heute vorstellen. Applaus für Markus Kompa. Ja. Ja, vielen Dank für euer Interesse an meinem Thema. Ich bin Markus und ich interessiere mich für geheimnisvolle Menschen, die ihre Spuren in der Zeitgeschichte in irgendeiner Weise gelassen haben, insbesondere in der Politik. Und einer davon ist Erik-Jan Hannussen. Hannussen war Anfang der 30er Jahre Deutschlands berühmtester Hellseher, Okkultist, Gedankenleser und so weiter. Er spielte eine merkwürdige Rolle beim Reichstagsbrand. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere füllte Hannussen zweimal täglich die Berliner Scala. Das ist ein Varieté mit 2.500 Sitzplätzen. Er gab eine astropolitische Zeitschrift heraus, die die sagenhafte Auflage von 140.000 Exemplaren zeitigte und war damals der absolute Esoterik-Superstar. Er lebte von 1989 bis 1933. Seine Seancen, die er abhielt, waren Tagesgespräch. Die Prominenz in Berlin sah sie sich an. Es gibt viele Berichte darüber, etwa von Alfred Döblin und anderen Zeitgenossen. Der Text, mit dem Hannussen seine Experimentalabende begann, ist überliefert und den möchte ich jetzt rezitieren. Meine Damen und Herren, der Okkultismus ist die Lehre von den Dingen, die gemeinhin die Stellung des Menschen zum Übersinnlichen kennzeichnen sollen. Er ist die Lehre von den Erscheinungen, die mit unseren normalen fünf Sinnen nicht wahrnehmbar sind und doch vorhanden sein müssen. Mit Okkultismus bezeichnen wir fast alles Finstere, im Dunkeln Verborgene, das uns auf Schritt und Tritt umgibt und doch nicht fassbar scheint. Und es ist gut, dass Mächte rätselhafter Art geheimnisvoll walten. Es ist tröstlich, dass Mysterien uns umgeben, deren Wirkung uns hoffen lässt, dass ein tieferer Sinn hinter den Vorgängen des Alltags liegt. Dass unser Leben nicht von den äußeren Einschnitten, die wir Geburt und Tod nennen, begrenzt ist. Wie? Sollte das Leben nur dazu gelebt werden, die Welt, der ungeheure Kosmos mit all seinen millionenfältigen Erscheinungen nur dazu geschaffen sein, dass Herr Müller, Schulze oder Lehmann geboren wird, eine Frau nimmt, fünf Kinder mit erzeugt, Jahrzehnte hinter dem Ladenpult steht, eine Reihe von metallenen Münzen zusammenscharrt, um sich dann hinzulegen und zu sterben, für immer aus dem Ablauf des Geschehens zu verschwinden? Ist damit der Zweck der Schöpfung erfüllt? Stehen wir in keiner tieferen Beziehung zur Natur? Gibt es keine Wunder mehr? Oder sind wir nur nicht imstande, sie zu erfassen, ihrer teilhaftig zu werden? Aber, meine Damen und Herren, stehen wir denn nicht immer und jeden Augenblick vor solchen Wundern? Begegnen wir nicht auf Schritt und Tritt? Wenn wir einen kleinen Knopf drücken, dieser große Saal, der jetzt in strahlendem Licht erglänzt, plötzlich in völlige Dunkelheit getaucht wird, ist das kein Wunder? Jedes Kind kann mir antworten, die Elektrizität ist es. Ja, sehr richtig. Aber was ist denn diese Elektrizität? Woher kommt sie? Wir haben jene Kraft, die unsere Eisenbahn dahintreibt, Licht erstrahlen und auslöschen lässt, Menschen heilen und töten kann, Elektrizität genannt, weil vor vielen Jahrhunderten ein Mann in Griechenland durch Reiben eines Bernsteinstabes Entdecker geheimnisvoller Kräfte wurde. Und weil der Bernstein bei den Griechen Elektron hieß und sie die neue Kraft Bernsteinkraft nannten, heißen wir sie Elektrizität. Gehen wir weiter. Betrachten wir jene modernste Errungenschaft unserer Tage, die wir Radio nennen. Also der Text ist schon ein bisschen älter. Jedes Kind weiß, dass es einfach ist, Klänge durch meterdicke Mauerwände über Meere, Gebirge und Tal in ein Zimmer zu bannen, in dem nichts steht als ein kleiner Kasten. Das sind gerichtete Hertzsche Wellen, wissen die Gebildeten zu sagen. Aber erklären? Erklären können auch Sie es nicht, denn es ist ein Wunder. Vor 300 Jahren wäre jeder unserer Techniker, der so einen Teufelsapparat wie ein Radio erbaut hätte, ohne Gnade als Zauberer und Hexenmeister verbrannt worden. Aber heute? Heute gibt es keine Wunder mehr. Wir leben in einer entgötterten Welt. Sie sollen also im Laufe des heutigen Abends mit jenen Wundern Bekanntschaft machen,
die man mir nachsagt und deretwegen Sie hergekommen sind. Schließlich sind Sie nicht da, um stundenlange theoretische Erklärungen anzuhören, sondern weil ich Experimente versprochen habe, die auch auf das Wirken wunderbarer Kräfte zurückgeführt werden könnten, wenn sie nicht ebenso natürlich wären wie Elektrizität oder Radio. Bedenken Sie doch, ein aus Drähten und Holz verfertigter plumper Apparat, von Menschenhirn ersonnen, von Menschenhand erbaut, kann Wellen auffangen, die Tausende von Kilometern entfernt ausgesendet werden. Warum soll das menschliche Hirn, dieser feinste aller Apparate der Natur, nicht Vorrichtungen haben, um Gedankenwellen anderer Gehirne aufzufangen? Warum soll das Phänomen der Gedankenübertragung, von denen ich Ihnen gleich einige Proben vorführen will, weniger selbstverständlich aufgenommen werden als das Radio? Nein, meine Damen und Herren, ich bin kein Hexenmeister, kein Zauberer, kein Wundermann. Ich behaupte, dass jeder unter Ihnen irgendwie die gleichen Fähigkeiten in sich tragen muss, wie ich. Nur mehr oder weniger offenbar, mehr oder weniger bewusst und stark. Ja, man kann sich durch intensive Betätigung in diesen Dingern vervollkommnen. Man kann durch Vertiefung in okkulte Vorgänge alle verborgenen Kräfte wachrufen. Ich selbst habe in jahrelangen Studien den Weg bis zu einer gewissen Vollkommenheit durchwandern müssen. Und nun, da ich das mir gesteckte Ziel erreicht habe, sehe ich klar und rufe Ihnen zu, es sind keine Wunder. Jeder kann dasselbe schaffen, wenn er den Willen dazu aufbringt. Der erste Teil meiner Seance umfasst die Phänomene der Telepathie, die sogenannte Gedankenübertragung. Sie alle haben schon davon gehört und wahrscheinlich auch schon landläufige Experimente mit angesehen. Ich werde versuchen, Ihnen Proben höherer Telepathie zu geben. Und das machen wir gleich. Entweder alle oder keine. Ja. So. Hartlusten hat sich verändert. Ich hab's doch gesagt. Am besten bleibt man in der Nähe. So, Hannussen wurde 1889. Meine Damen und Herren, ein Pirat. Ja, Hannussen wurde 1889 in Wien geboren, angeblich sogar in einer Gefängniszelle. Er wuchs auf im Schaustellermilieu. Da ist er. Hier wieder. Ich danke dir. So. Ich danke dir. Er hatte eine schwere Jugend und er hat verschiedene Berufe angenommen, soweit ich weiß, keinen ehrlichen. Er hat sich als Journalist versucht, als Enthüllungsjournalist, das war aber mehr so eine Art Erpressungsjournalismus. Er hat so in Wien die Storys irgendwie aufgesogen, die so da rumschwirrten. Und er hat also auch im Varieté-Bereich einiges gerissen. 1910 hat er dann übersinnliche Kräfte an sich entdeckt und hat also auch seine ersten Experimentalvorführungen gemacht. War kurzzeitig berühmt, aber anscheinend konnte man nicht davon leben, hat also viele andere Berufe versucht zu ergreifen. Im Ersten Weltkrieg dann hatte er sich ebenfalls als Hellseher positioniert, und zwar, er sagte also, dass er eben ja, Hellseher sei, und dadurch war natürlich beim Militär zu wertvoll, als dass man ihn zu gefährlichen Einsätzen hätte kommandieren sollen. Hier sehen wir ihn, wie er eine Wünschelrutenkompanie, die eigens für ihn gegründet wurde, anleitet. Ja, ganz im Ernst. Und er war also bei seinen Kameraden sehr beliebt, denn er konnte also sagen, wie es denn zu Hause aussieht. Und seine Vorhersagen stimmten auch immer. Wenn Tage später eine Postkarte ankam, dann konnte man da also wirklich dann die Bestätigung sehen. Es gibt Gerüchte, dass er einen Freund gehabt hätte, der diese Postkarten zurückhielt und ihm vorher sagt, was los ist, aber muss nicht unbedingt stimmen. Ne? Gut, Hannussen hat es in Österreich durchaus zu einem gewissen Ruhm gebracht. Er genoss sogar das Protektorat des Erzherzogs. Er hat dann allerdings eben auch mit diesen übersinnlichen Fähigkeiten trotzdem kein Geschäft machen können. Und dann hat er eben angefangen, andere Wundermenschen zu managen. Zum Beispiel die Hungerkünstlerin Lola, die hat dann 30 Tage lang in so einem Aquarium gesessen und angeblich gehungert. Ob das so alles echt war, überlasse ich jetzt mal eurem Verstand. Es gab noch andere Geschichten und insbesondere die Kraftakte. Es gab einen Kraftakt, den er kopierte von diesem Herrn hier. Das ist Zischer Breitbart. Er galt als der stärkste Mann der Welt und er war tatsächlich wirklich sehr stark, aber einige Effekte, die er zeigte, die machte er halt mit gewissen Tricks, zum Beispiel hier das Kettenzerbeißen, das ist für die Zähne einfach nicht gut. Da kann man noch so stark sein. Und Hannussen hat also diesen
Akt kopiert. Allerdings hat er nicht einen anderen Muskelmann dahin gesetzt, sondern Martha Farrer, diese Dame hier. Und das schmächtige Mädchen zeigte also diese gleichen Kraftakte, sie hat auch mal einen Elefant sogar angehoben und solche Geschichten. Und Breitbart und Hanussen bekamen daraufhin einen Streit und sie bezichtigten gegenseitig des Betrugs. Die wurden auch mal irgendwann handgreiflich. Das war zwar für die Presse eine super Sache, aber die meinten das durchaus ernst. Und das endete dann damit, dass Hanussen wegen diesen juristischen Querelen für 10 Jahre ab 1923 aus Österreich ausgewiesen wurde. Das hat eine Bewandtnis, denn er hätte frühestens Mitte 1933 zurückkehren können. Und das hat er leider nicht geschafft. Hanussen hat 1927 angefangen, seine Fähigkeiten als Gedankenleser und Hellseher doch noch zu vermarkten. Er hat es in der Weise getan, dass er also eben Experimentalabende abgehalten hat und wer also von seinen Fähigkeiten dann überzeugt war, der konnte dann hinterher Beratungsgespräche aufsuchen und da konnte er sich dann gegen Geld die Zukunft weissagen lassen. Und das hat ihn dann dahin gebracht in das Gericht von Leitmeritz. Es war nämlich so, dass Hanussen zwar über die Zukunft Prognosen gemacht hat, aber das kann man ja natürlich in dem Moment, wenn man es bezahlt, nicht nachprüfen. Aber in Leitmeritz, das ist so hinter der tschechischen Grenze, deutsch-tschechische Grenzgebiet, dort haben dann einige Leute gemeint, dass es wohl nicht so prickelnd war, was Hanussen da so in die Zukunft prognostiziert hat und haben ihn vor das Strafgericht gezerrt. Dieser Prozess hätte eigentlich Hanussen vernichten sollen. Das genaue Gegenteil ist eingetreten. Hanussen hat mit diesem Prozess eine Riesenreklame gemacht. Der Prozess dauerte 2,5 Jahre und schon beim ersten Prozesstermin musste also das Gericht geräumt werden, weil es überfüllt war. Die Presse hat berichtet ohne Ende. Und wie gesagt, 2,5 Jahre so ein PR-Ding, das ist schon nicht schlecht. Das Problem war jetzt die Anklage. Es war ursprünglich, der Straftatbestand ist eine Art Betrug in dem dortigen Recht. In der deutschen Übersetzung lautete das wörtlich, er hätte den Schwachsinn der Leute ausgenutzt. Und Hanussens Anwalt war dann clever und hat dann erstmal beantragt, die Nebenkläger darauf untersuchen zu lassen, ob sie schwachsinnig seien. Und so ging es halt in einem fort und das Publikum war halt gespalten in Leute, die Skeptiker waren und Leute, die an ihn glaubten. Und da es eben keine Gutachter auf diesem Gebiet gibt, hat man dann ein Komitee zusammengestellt, das 50-50 aus Believern und Skeptics bestanden. Und Hanussen hat es dann tatsächlich durchgesetzt, dass er vor Gericht seine Experimente zeigen konnte. Diese Experimente würden jetzt sehr lange dauern, weil auch viele Fehlversuche und so weiter erlaubt sind. Und ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab und habe ein Experiment aus dem mentalen Bereich vorbereitet. Bist du mal so nett, nimmst du mal eines der Bücher, einfach nur nehmen, eines der Bücher. Perfekt. Gibt es bitte irgendjemandem, der gibt das noch jemand anders und bei dem, wo das Buch jetzt landet, dessen Gedanken will ich haben. Deine. Hallo, ich bin Markus, wer bist du? Stimmt. Michi. Ja, ich bin... wenn man Gedanken lesen kann... Gut, Michi, ich möchte, dass du das Buch an irgendeiner Stelle aufschlägst. Ganz wichtig, für diese Experimente brauche ich einen klaren Geist. Also, wenn du Alkohol getrunken hast oder FDP-Mitglied bist oder irgendwie sowas, dann... Okay, gut. Hast du eine Seite aufgeschlagen? Ich möchte, dass du dir irgendein Wort aussuchst, aber... ein Hauptwort, also etwas, wo man sich was drunter vorstellen kann. Ein Substantiv, die mit den großen Buchstaben. Aber keine Eigennamen. Hast du eins? Lass dir ruhig Zeit. Das sind nur die Leute im Stream haben auch nichts zu tun. Okay, schlag das Buch bitte zu. Du bist zurück, aber keine Eigennamen, ne? Super, weil das ist ein bisschen schwer. Okay, dann sende mir bitte deine Gedanken. Es wäre hilfreich, wenn ihr jetzt mal an nichts denken würdet. Michi, stellst dir bitte so natürlich wie möglich vor, wenn du jetzt an ein Auto denkst, bitte an ein großes Auto denk, nicht Matchbox oder so, damit ich das auch sehe. Ja, du hast etwas, was man anfassen kann, ne? Ja, wir müssen noch kalibrieren. Konzentrier dich.
Es ist eine Emotion, nehme ich an, ne? Ein Gefühl. Ein Gefühl, und zwar ein sehr positives, glaube ich, ne? Also, du denkst an Liebe oder sowas in der Richtung. Woran denkst du? Ich denke immer an Liebe. Hast du jetzt an Liebe gedacht? Ja. Hannussen hat seinen Prozess gewonnen. Ja. Das war das berühmteste Experiment, das er gezeigt hat, und zwar das Zettellesen. Man durfte also in der Pause, die wir heute nicht haben, denn wir müssen um 1 Uhr hier raus, das ist in weniger als einer halben Stunde, oder ist das ein Counter? Nee, doch. Das ist das Zettellesen. Man hat also auf Zettel irgendwelche Fragen geschrieben. Und Hannussen hat diese Zettel gar nicht gelesen, sondern hat diese Zettel berührt und konnte sagen, was draufsteht. Und er konnte die Frage auch beantworten, weil er halt Hellseher war, machen wir so. Dieses Foto hier ist deshalb interessant, weil der Herr, der hier abgebildet ist, dieser dort, das ist Peter Lorre, vielleicht bekannt aus Casablanca, der Mensch, der die gefälschten Pässe da verkauft. Ein berühmter Filmschauspieler der 20er Jahre, der eben dann später auch den geheimnisvollen Mr. Moto spielte, der ein bisschen von Hannussen auch beeinflusst ist, sogar vielleicht ein bisschen viel. Dieses Zettellesen positionierte ihn natürlich bei seinen Zuschauern auch eben als Wahrsager und hat natürlich seinen Ruf enorm genutzt. Hannussen hat viele Sachen verkauft. Er hat eine Gebetskette verkauft, ein Gomboloi, eine indische Gebetskette, die helfen sollte, dass man irgendwie die Zukunft sieht. Er hat also gesagt, er bringt es allen bei. Hannussen war sehr geschäftstüchtig. Er wollte in der Nähe von Bonn sogar eine okkulte Klinik für Wunderheilungen irgendwie aufmachen, was dann aber die Ärzteschaft verhindert hat. Er hatte einen Intimfeind, nämlich den Staatsanwalt von Potsdam, ein gewisser Albert Hellwig, der eben auch Hannussen hinterher stieg, und die beiden haben sich so fast bis aufs Messer bekriegt. Gut, machen wir ein Experiment. Für dieses Experiment bräuchte ich eine Dame und einen Herrn. Zunächst einmal, diese Experimente dieser Art sehen immer so ein bisschen danach aus, als ob sie abgesprochen wären. Das ist so eine Standarderklärung, und ich sage Ihnen, das, was jetzt passiert, ist nicht abgesprochen. Da kann es auch sein, dass es schief geht. Ich bräuchte eine Dame, da sitzt eine. Wer bist du denn? Elsa. Und was bist du für ein Sternzeichen? Löwe. Wunderbar, das geht nämlich nur mit Löwen. Elsa, super, dass du da bist. Ganz, ganz große Klasse. Elsa, haben wir eine Treppe oder schaffen wir das so? Ups. Dankeschön, Elsa. Nimmst du bitte einmal Platz? Elsa, so, wichtig, das ist ein Experiment. Kann auch mal schief gehen. Wir müssen brauchen da links ein anderes Bild, damit es auch passt. Nee, das nicht. Da hat er das. Elsa, ich werde dich jetzt ein bisschen hypnotisieren. Hypnose klingt gefährlich, ist es aber nicht. Jedenfalls nicht, wenn ich es mache. Und ich bin auf dich angewiesen. Und ich möchte, dass du mir vertraust. Ja? Wir werden also nichts tun, was irgendwie blöd ist oder so. Es wird für dich positiv sein. Ich möchte nämlich, dass nicht ich die Gedanken von Elsa lese, sondern dass ihr sie lest. Okay. Elsa, konzentriere dich, sieh mich an, sieh mir die Augen, tiefer, noch tiefer. Okay, Elsa, konzentriere dich. Stell bitte beide Beine so auf, so dass du Erdkontakt hast, ganz wichtig. Schließe deine Augen und entspanne dich. So, während Elsa sich entspannt, habe ich hier einige Karten. Wenn ihr zum Hellseher geht, ja, macht ihr regelmäßig, dann hat man so meistens so Standardfragen, zum Beispiel, wie wird es mit der Gesundheit laufen, wie werden die Geschäfte irgendwie sich entwickeln, wie geht es der Familie und so weiter. Und das Problem ist, wenn ich jetzt in die Zukunft sehe, dann können wir das nicht nachprüfen. Deshalb machen wir es umgekehrt, wir reisen in die Vergangenheit, wie beim Zeitreiseantrag. Ne? Und zwar, bei so einer Reise, da gibt es ja viele Details, zum Beispiel bei der letzten Urlaubsreise, wie war die Fahrt zum Flughafen, wie war der Flug, wie war das Wetter vor Ort. Also viele, viele Details und so weiter, über die man sprechen kann. Und wir werden jetzt mal vielleicht ein Thema wählen. Ich komme runter. Hallo, bist du so nett, hebst du mal irgendwo ab, irgendwo so
Ja, hier so da. So. Irgendwo abheben. Super, Dankeschön. Gut, dann Elsa, bitte öffne deine Augen wieder. Gut, Elsa, ich möchte das Fliegen noch mehr so nach vorne setzen, ganz wichtig. Elsa, sieh dir bitte nimm diese Karte mit zwei Händen und pass auf, dass sie niemand sieht, auch ich nicht. Ja? Elsa, jetzt fehlt hier der Tisch, egal. Elsa, ich möchte, dass du deine Augen, mit beiden Händen bitte die Karte halten, so nach vorne, ich möchte, dass du deine Augen nicht von dieser Karte lässt. Konzentriere dich bitte darauf, lies es immer und immer wieder und stell dir eine Situation vor. Stell die Situation vor, als ob du jetzt deinen Fernseher oder sowas siehst. Ja? Und dass du diese Situation erfasst und so konkret, dass du dich gleich daran erinnern kannst. Außerdem brauchen wir noch einen Herrn. Wer sich freiwillig meldet, du bist der? Thies. Thies, hast du übersinnliche Fähigkeiten? Nicht, dass ich wüsste. Das testen wir jetzt. Ein Riesenapplaus für Thies. Nimm auch du bitte Platz. Ich habe hier ein Tablett-PC, wie Herr Nussen ihn damals hatte. Das war damals so. Und auch Kreide. Ich werde sie gleich benötigen. Ich möchte auch, dass du dich entspannst. Konzentriere dich. Schließe die Augen jetzt. Gut, dann kommen wir zur Elsa. Elsa, hast du den Inhalt der Karte erfasst? Gut, dann schließe jetzt bitte deine Augen, konzentriere dich, leg deine Karte hier hin, wir werden sie später nochmal benötigen. Elsa, ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und bitte beantworte sie nur mit Ja oder Nein. Es sei denn, ich frage dich so, dass ich wirklich wissen will, worum es geht. Konzentriere dich, stell dir bitte vor, wo du jetzt bist, versuch dich daran zu erinnern. Konzentriere dich. Die Situation, würde, ja. Da muss ich involviert sein. Ja. Oh. Dann eine andere Situation. Nein, konzentriere dich bitte. Deine Gedanken, das, woran du jetzt eben gedacht hast, das möchte ich jetzt. So, konzentriere dich. Konzentriere dich mal bitte auf den Ort, wo du jetzt bist. Konzentriere dich auf den Ort. Versucht bitte, den Ort, an dem sie sich jetzt geistig befindet, herauszufinden. Empfängt von euch jemand was? Gut. Elsa, sage bitte laut, an welchem Ort du dich jetzt in Gedanken befindest. Ich dachte, ich soll mit Ja oder Nein antworten. Jetzt sollst du sagen... Eine Küche. Mhm. Du sollst erinnern, das, was du eben geistig gesehen hast. Es war eine Küche? Ja. Was gab es da zu essen? Darum ging es nicht. Nicht ein italienisches Restaurant? Ich meine, dass ich ein italienisches Restaurant gesehen hätte. Nein. Du kannst dich nicht an ein italienisches Restaurant erinnern? Nein. Okay, das könnte jetzt schwierig werden. Hast du eben in deiner Erinnerung irgendwelche Farben gesehen? Farben? Farben, die Pflanze? Farben. Farben wie bunt. Bunt. Farben. Farben. Ja. Okay. Mehr als eine? Ja. Gut, dann möchte ich... Nimm mal hier, öffne die Augen, nimm mal bitte die Kreide und versuche die Gedanken von Elsa zu erfassen. Wenn dir irgendwelche zwei Farben einfallen, schreibe sie auf. Wie gesagt, es sind Experimente. Gut, Elsa, sage uns bitte deine Farben. Okay. Ja, ich glaube, eure Gedankenlesekünste stimmen nicht überein. Okay.
Elsa, ich glaube, das mit der Trance klappt nicht so ganz. Ja? Es ist mein Fehler, ich habe dich nicht gut genug hypnotisiert. Aber trotzdem ein riesen Dank an Elsa. Darf ich wieder? Ja. Dankeschön. So. Bitte? So. Haben wir die Zeit, es nochmal zu versuchen? Nee, die haben wir nicht, wir müssen in der Viertelstunde raus. Bedanke ich mich auch bei dir. War trotzdem sehr spannend, ja. Hat schon einen Grund, warum ich das nicht streamen wollte. Dankeschön. Gut, wie gesagt, wir haben es schon nach Mitternacht. Das sind Experimente, manchmal klappen sie, manchmal nicht. Gut, kommen wir zu Herrn Nussen. Herr Nussen war also etwas routinierter. Er zeigte eben diese Experimente auch in einer sehr interessanten Atmosphäre. Es war so eine schwüle, fast religiöse Stimmung. Wenn er also auf die Bühne ging, fielen also regelmäßig auch Frauen in Ohnmacht. Seine Voraussagen, die er so in Berlin gemacht hat, waren also auch immer die Tagessensation und das Tagesgespräch. Er gab astropolitische Zeitschriften raus, unter anderem diese. Und jetzt wird es eben spannend, Herr Nussen war eben natürlich auch politisch interessiert. Und die Partei, für die er sich interessierte, waren die Nationalsozialisten, damals eben Anfang der 30er Jahre, die Partei, die im Aufwind ist. Und da hat er eben auch die entsprechenden Kontakte gehabt. Das Spannende ist, Herr Nussens früherer Manager war jemand, der genau anders dachte. Der war nämlich Kommunist und auch noch Zionist. Und nun gab es das Problem, dass beide sich bis aufs Messer bekriegten und auch Prozesse gegeneinander führten, Enthüllungsbücher schrieben. Und der frühere Manager von Herrn Nussen hat dann einen Konkurrenten aufgebaut. Das ist der Hellseher Max Möcke, der firmierte als der Hellseher von Berlin. Der wurde dann auch irgendwann mal von einem SA-Trupp zusammengefaltet. Herr Nussen hatte mit der SA eine Menge zu tun. Die SA hat sogar den Saalschutz bei ihm gemacht. Er hat Freundschaft geschlossen mit Graf Helldorf, das war der damalige SA-Führer von Berlin. Die Nazis der ersten Stunde waren alles Hasardeure, die hatten also, es waren Spieler, die hatten Geldschulden und andere Bedürfnisse. Und Herr Nussen war eben neureich, hat denen seine Autos geliehen, die Spielschulden bezahlt und ähnliches. Und dadurch natürlich eine Menge, nennen wir es mal, Freunde gehabt. Insbesondere eben die Nazis Karl Ernst und eben den Graf Helldorf, die beide Rivalen waren. Und Herr Nussen finanzierte sie beide. Ob es ihm bekommen ist? Nun ja, Herr Nussen war unermesslich reich und hat dann den Palast des Okkultismus gebaut. Das war in Berlin. Der Palast des Okkultismus war also ganz futuristisch ausgestattet. Da gab es also nur vom Feinsten. Hier sehen wir ihn in einem Art Glastisch, wo also auch die Tierkreiszeichen waren und Ähnliches. Hinten dran ist ein Aquarium. Diese Szene ist also in allen fünf Verfilmungen, die es zu Nussen gibt, nachempfunden worden. Und das war die Eröffnung dieses Palastes des Okkultismus. Das war 1933. Und da hat er eben vorhergesagt, dass etwas brennen würde. Und zwar ein großes Gebäude, und zwar der Reichstag. Und er hatte schon einige Monate vorher ein Horoskop des Reichstags gemacht und also vorhergesehen, dass es dem Reichstag bald nicht mehr so gut gehen würde. Und an diesem Tag, an diesem Abend, sagte er eben nicht nur voraus, dass der Reichstag brennen würde, sondern er sagte voraus, wie die Nationalsozialisten darauf reagieren würden. Nämlich der Führer würde mit starker Hand wieder Deutschland zu Ruhm verhelfen und Kraft und Ähnlichem. Das hat einigen Leuten nicht gefallen und man hat ihm also gesagt, dass er auf keinen Fall, dass das auf keinen Fall gebracht werden dürfe. Trotzdem war eben bei dieser Seance ein Reporter des 12-Uhr-Platz anwesend und es stand dann am anderen Tag um 12 Uhr in der Zeitung, dass der Reichstag brennen würde. Und das hat er dann einige Stunden später auch getan. Jetzt ist die Frage, war Herr Nussen wirklich so ein guter Hellseher oder hatte er Vorwissen, denn er hatte eben mit diesen Nazis zu tun. Helldorf war inzwischen Polizeichef von Berlin und in der Nacht vor diesem Reichstagsbrand hatte in der Zelle, die Helldorf kontrollierte, eben jener Marinus van der Lubbe geschlafen. Und es gibt also dieser Landstreicher, dem zur Last gelegt wurde, den Reichstag
angezündet zu haben. Und es gibt durchaus Theorien, dass Hanussen diesen Mann hypnotisiert haben könnte. Das ist jetzt Spekulation. Nicht-Spekulation ist, dass einem Brandgutachten zufolge das Feuer im Reichstag nun mal an verschiedenen Stellen ausgebrochen ist und dass, so wie Marinus van der Lubbe den Reichstag angeblich entflammt hat, es nicht gewesen sein kann. Man hat das mal nachgestellt, der Vorhang wäre mit diesen Streichhölzern, die van der Lubbe hatte, nicht entflammbar gewesen. Ich möchte das Thema Reichstag jetzt nicht, Reichstagsbrandforschung nicht vertiefen, da gibt es kompetentere Leute als mich, aber vielleicht sollte man mal wissen, dass es zwischen der Reichskanzlei und eben dem Reichstagsgebäude einen unterirdischen Tunnel gab. Und falls vielleicht doch die Nationalsozialisten es selber gemacht haben sollten, sie hätten die Möglichkeit gehabt, hinein und auch ungesehen wieder herauszukommen. Hanussen hat, also die Nazis waren eben davon, dass Hanussen über diese Sache schon ein bisschen früher informiert war, als es hätte sein dürfen, oder sei es jetzt geistig oder eben aufgrund seiner Freundschaften. Davon waren die Nazis natürlich alles andere als begeistert. Und nun gab es noch ein anderes Problem. Hanussen hat sich zwar bei den Nazis lieb Kind gemacht, aber er war eben jüdischer Herkunft. Und das wusste sein früherer Manager und hat das auch publik gemacht. Es gab Gerüchte, es wurde also in kommunistischen Zeitungen gedruckt. Hanussen ist dagegen vorgegangen, juristisch und wie auch immer. Aber irgendwann musste eben einräumen, ja, stimmt, er hat sich noch christlich taufen lassen, weil er eben diesen Antisemitismus nicht ernst genug nahm. Er ist also in Wien schon immer mit antisemitischen Ressentiments konfrontiert gewesen. Und nun war es eben so, dass er sich auch von Helldorff geschützt sah, also Helldorff, der SA-Chef, Polizeichef, was soll ihm da schon passieren? Und außerdem hatte er geplant, dass er langfristig eben das Land verlassen wird und wieder nach Österreich zurückgehen würde, denn in wenigen Wochen wäre dann eben, diese 10 Jahre Exil vorbei gewesen. Die Nazis haben Wind von seinen Plänen gekriegt, dass er auch in Wien schon wieder ein Engagement angenommen hatte. Diesen Bericht haben wir übrigens von Paul Löbe, der also, nachdem er das Paul Löbe-Haus logischerweise benannt ist und der eben später sich damit befasst hat. Und es sieht so aus, dass eben Graf Helldorff den Auftrag hatte, Hanussen umzubringen, und zwar möglicherweise von keinem geringeren als Hitler persönlich. Es gibt starke Hinweise, dass Hanussen und Hitler einander sogar kannten und Hanussen Hitler Tipps gegeben haben soll, wie er auftreten könne. Es gibt eine Nummer der Hanussens Bunte Wochenschau, die also bis heute aus allen Archiven entfernt wurde, die also diverse Historiker bis heute suchen, aber nicht zu finden ist. Und in dieser Nummer wird vermutet, dass hervorgeht, dass es diesen Kontakt gegeben hat. Telefoniert haben sollen sie, da gibt es Zeugen für. Bei einer Zeitung, die 140.000 Auflage hat, ist das schon interessant, dass man also da ein ganzes Exemplar verschwinden lassen kann. Gut, Graf Helldorff scheint diesen Auftrag wohl nicht ausgeführt zu haben. Er wurde kurzfristig abgesetzt. Tatsächlich hat es Karl Ernst gemacht. Er hat also einige Nazis eben, einige SA-Leute eben angewiesen, die Sache auszuführen. Dadurch wurde Karl Ernst auch seinen Gläubiger los, was ja natürlich dann auch ein kleiner Interessenkonflikt ist. Und man hat ihn dann in einer Berliner Gefängniszelle erschossen und irgendwo bei Potsdam in einem Waldstück ausgesetzt, wo man ihn dann Wochen später gefunden hat. Und zwar in dem Waldstück war inzwischen Graf Helldorff Polizeichef, also man hat die Rivalen haben einander sich nichts geschenkt. Die meisten Beteiligten an dem Hanussenmord sind dann später beim Röhmputsch liquidiert worden, also lästige Mitwisser waren weg. Einer davon ist zur Leibstandarte von Adolf Hitler kommandiert worden. Und Graf Helldorff, der wurde nun von Hitler bei Laune gehalten, indem eben Hitler Hanussen beerbte und ihm seine Spielschulden bezahlte. Ein Jahrzehnt später fand Graf Helldorff zum Kreisauer Kreis der Verschwörer, die dann Hitler beseitigen wollten, und wurde dann eben, als die aufgeflogen waren, von Roland Freisler zum Tode verurteilt und an einem Fleischerhaken gehängt. Wir sehen, die Geschichte hat keine positiven Figuren. Ja, ob Hanussens Fähigkeiten echt waren oder nicht, das soll jeder selbst beurteilen.
das Trance-Experiment hat leider nicht funktioniert, es hätte sehr danach ausgesehen. Normalerweise ist mein Vortrag über Hanussen an 1,5 Stunden, was wir also heute nicht haben. Deshalb habe ich es jetzt auf diese beiden Experimente begrenzt. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Ja, mehr habe ich eigentlich auch heute nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem interessant und vielleicht sehen wir uns ja noch. Danke. Ja, Markus. Sehr vielen Dank. Du hast den Vortrag jetzt komprimiert. Ich wollte dir auch nicht ins Wort fallen, aber wir haben noch 20 Minuten laut Plan. Was? Wieso, ihr habt doch gesagt, um 1 Uhr ist Schluss. Wer war das? Es hieß doch, wir brauchen die Karte noch. Ja, wir machen es. Komm doch mal, wir versuchen es noch mal. Nein. Bist du ein Mädchen oder ein Hippie? Nein. Hippie. Hippie, okay. Hippie. Du bist ein Mädchen. Okay. Gut, komm doch mal zu uns. Das ist aber echt Einsatz, also ich muss schon sagen. Okay. Auf, ja. Mit zwei Händen, halte bitte mit zwei Händen und stell dir vor, dass es wie ein Fernseher ist. Versuche es so visuell wie irgendwie möglich. Ja, konzentrier dich. So, dann mache ich auch wieder ein. Das sieht doch schöner aus. Obwohl das ist eigentlich das Coolste, da hat er lauter Frauen hypnotisiert. Und, na gut. Okay, that's life. Gut, konzentriere dich bitte, stell es dir so lebhaft wie möglich vor und versuche dich gleich daran wieder zu erinnern. Jetzt brauchen wir wieder den Herrn. So, willst du es nochmal versuchen oder sollen wir auswechseln? Auswechseln ist auch. Auswechseln. Okay, du möchtest dich jetzt blamieren. Oder ich blamiere mich. Wer bist du? Sam. Sam, du sprichst Deutsch? Ja. Okay, ein Riesenapplaus für Sam. Okay, Sam, du bist jetzt in Trance. So. Gut. Elsa, hast du deine Erinnerungen in dir? Ja, also das ist jetzt meine Erinnerung. Ja. Ja, Visualisierung. Gut, gib mir die Karte. Gut, tun wir die hier hin und konzentriere dich. Versuch mal, konzentriere dich auf den Anlass. Oder auf den Ort. Warte mal, erst auf den Ort. Versucht mal den Ort von Elsa zu erfassen. Nee, ich glaube, es ist ein Fefe. Hättest du es gekonnt? Nein, natürlich nicht, aber ich behaupte es auch nicht. Ich war ja gegen das Streaming. Gut. Okay, Elsa, du darfst nicht lächeln, du bist in Trance. So, Elsa. Elsa, denke bitte an den Ort. Hat jemand von euch eine Ahnung? Das ist jetzt meine Idee. Elsa, wo bist du? In einem italienischen Restaurant. Nein, nein, jetzt keine Beifallsstürme hier. Sonst. Konzentrier dich bitte auf den Anlass. Warum warst du da? Nur nachdenken und versuch das bitte. Von euch hat jemand das Restaurant auch gekriegt? Wer war das? Okay, gut. Versucht mich mal an den Anlass zu erinnern. Den Anlass. Wer von euch hat möglicherweise eine Vorstellung, was es sein könnte? Du? Okay. Du hast Wanne? Okay. Das ist Elsa, verrat uns, was hast du dort gemacht? Das ist mein 18. Geburtstag. Okay. Und du warst dann da vermutlich nicht alleine. Ich glaube, es war ein Herr bei dir, das merkt man sehr. Denke bitte an den Vornamen. Versucht mal, euch auf den Vornamen zu konzentrieren.
jemand von euch einen Vornamen gekriegt? Du hast einen? Okay. Also nicht bei der Geburt gekriegt von euch, sondern. So. Elsa, wie hieß denn der Glückliche? Dennis. Dennis? Denk mal an die Kleidung, die der Dennis angehabt. Oder denk an ein Kleidungsstück und denke an die Farbe. Welche Farbe war das? Was hattest du? Hat jemand von euch eine Farbe? Gut. Elsa? Schwarz. Schwarz? Okay. Wir machen was anderes. Vielleicht war ja da irgendeine Musik. Stell dir mal vor, ja, jetzt nicht sagen, stell dir mal vor, an welche Musik da gespielt hat. Versucht jetzt mal die Musik zu erkennen. Nee? Kriegt von euch jemand irgendeine Musik rein? Jetzt nicht im Radio. Nee? Nein? Was war das für eine Musik? War keine Musik. Habt ihr super gemacht. Okay, du bist noch in Trance. Ich möchte, dass du in Trance bleibst. Nimm mal mit der linken Hand diese Tafel, halt sie so, und mit der rechten hier die Kreide. Und jetzt berühre einfach die Tafel und versuche jetzt nicht nachzudenken, sondern gleich nur irgendwie in Trance deine Hand zu bewegen, ganz sinnfrei. Ja? Elsa, ich glaube, das klappt schon sehr, sehr gut. Versuch dich mal an eine zweistellige, oder zunächst einmal, die Karte, an die du gedacht hast, war die Rendezvous-Karte, ist das richtig? Ja. Rendezvous. Also, ich glaube schon. Ja. Gut. Dann machen wir mal was anderes. Versuch dich mal an eine zweistellige Zahl zu erinnern. Eine zweistellige Zahl. Hast du eine? Ja. Gut. Versuche die Erinnerung irgendwie aufzunehmen. Beweg einfach deine Hand, ganz egal wie. Kriegt von euch jemand eine Ziffer rein? Du hast eine Ziffer, noch jemand? Zwei Ziffern? Gut. Okay. Dann sag deine Ziffer, dreh mal rum, was du hast. Okay. Dann sag mal deine Zahl. Das sind 22. 22? Respekt. Und jetzt vielleicht mal erinnere dich mal an irgendein Gebäude, ja? An ein Gebäude, was jeder kennt. Ja? Konzentriere dich. Elsa, an welches Gebäude hast du gedacht? An den Kölner Dom. Kölner Dom? Elsa, ich möchte jetzt, dass du aus der Trance wieder erwachst und alles vergisst, was gewesen ist. Elsa, du hast an den Kölner Dom gedacht. Zeig uns mal dann. Der Kölner Dom, also so rum. Dass die Augen wieder aufmachen, du bist wieder da. Kölner Dom, wir danken ganz herzlich bei dir, hast du super gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Okay, das wie gesagt, Experimente, jedes Experiment kann auch mal schief gehen oder auch gelingen. In diesem Sinne, schön, dass ihr jetzt noch die Ehrenrunde geblieben wart. Ich fand es toll, dass ihr da wart. Dankeschön. Markus, herzlichen Dank für diesen lehrreichen und kurzweiligen Talk. Ich habe mich, als ich den Fahrplan gesehen habe, so ein bisschen gewundert. Hannussen, passt das denn in so ein Hacker-Treffen rein? Ich denke, also Gedankenhacking trifft das ganz gut. Aber ich denke, die Tragweite von dem Ganzen ist auch noch ein bisschen größer. Also wir werden uns in den kommenden Jahren sicherlich noch ein bisschen mehr mit Wireless Security beschäftigen dürfen, nachdem wir das gesehen haben. Okay. Markus, herzlichen Dank für diese tolle Präsentation. Danke, dass du das gemacht hast.